Das ist Donny, das ist der Controller der Nintendo Switch, das ist Zelda und es ist eine weitere Ausgabe. Knaller durchgenommen. Zelda, Breath of the Wild. Mit mir, mein Name ist Donny O'Sullivan. Das ist kein Künstlername, meine grauen Haare sind nicht gefärbt, sondern echt. Und ihr seid gerade auf Rocket Beans TV und wir steigen direkt ins Spiel ein. Ich bin auf dem Weg zum Donnerfelsen, Freunde. Und da hole ich mir Pfeile. Und den jage ich mir erstmal kurz, weil das gibt Fleisch. Oh, komm. Komm, du Geiler. Naja, dann sollst du noch leben. Ganz kurz nochmal akklimatisieren. Letzte Episode gab es sehr viel Gelaber im Zora-Dorf. Ich hatte wohl irgendwann mal was mit der Mifa, woran ich mich auch ehrlich gesagt nicht erinnern kann. Nach 100 Jahren, so wichtig scheint sie mir nicht zu sein. Also eine Ex, die man auf die Liste machen kann. Joa. Hat man so ein bisschen was für gefühlt, aber nicht wirklich. War nicht die große Liebe, sag ich mal, für Link. Ich muss kurz hier aufpassen, was ich mache. Ich muss mal kurz aufhören zu labern. Erstmal ein paar geile Pilze einsammeln. So. Wo ist die Richtung? Genau, hier ist die Richtung. Kam ich von hier, ist die Frage. Nein, kam ich nicht. Ja, kam ich von hier oder nicht? Ich muss zu Wasserfällen in diese Richtung. Ach, Mist. Aber süß, wie du da hochgingst, ne? Jetzt, nicht, dass ihr denkt, ich bin ein Tierschänder, aber ich gehe davon aus, das ist irgendwie wild. Ich muss das jagen in dem Spiel und mir daraus irgendwie ein Fell machen oder ein Fleisch oder so. Was ich natürlich absolut nicht gut heiße, Felle von Tieren machen. Was ich übrigens wirklich nicht gut heiße, das ist was ganz Schlimmes. Was kann man hier machen? Hier kann ich mich schlafen legen, aka regenerieren, muss ich aber nicht. Ich bin eigentlich mit der Tageszeit auch zufrieden. Ich bin ja so ein kleiner geiler Nachtmensch, du. Ich bin so ein kleiner Nachtigall, du. Gibt's jetzt hier schon Elektropfeile? Nee, Ritter. Oh! 40er Schild, Alter. Nice. Obwohl ich Schilde nicht wirklich benutze so viel. Ich hab ein 40er Schild, ich hab ein 40er Schild, ihr habt gar kein Schild, ich hab ein 40er Schild, Zora Schwert, Bitch. Mein Ortungssystem unten rechts sagt mir, ich muss in die... Anna, ich muss doch ins Wasser, ich hab doch die Zora-Rüstung, sei doch nicht immer so doof, Donny. Aber so richtig schnell schwimmen tue ich jetzt auch nicht mit der Zora-Rüstung. Freunde der Sonne. Kann ich nicht tauchen jetzt mal auch? Hä? Was? Wieso sterbe ich denn jetzt? Verliert man einfach immer Energie, wenn man im kalten Wasser ist, oder was? Ach so, man muss mal Pause machen beim Schwimmen. Aber es füllt sich gar nicht wieder auf, seht ihr das? Meine Ausdauer füllt sich nicht wieder auf. Das könnte ja auch bedeuten, dass ich da überhaupt nur jetzt, entweder jetzt oder generell mit Schwimmen, nur irgendwo hinkomme, wenn ich richtig einteile mit Buffs. Aber hier steht doch einfach ein Dude. Frage ich den nochmal. Ach so, aber ich glaube, dem muss ich die Pfeile bringen. Power Rangers an! Hast du die Zora-Rüstung und die Elektropfeile? About that. Kinda don't have the Elektropfeile yet. Ja, sag ich einfach mal. Ohne die Elektropfeile und die Zora-Rüstung können wir den Titan nicht zur Ruhe bringen. Geh schnell und besorge das Nötige. Ja, okay, ich dachte kurz, okay, ich komme damit durch. Hochstapler, Link. Okay, ich kletter jetzt da auf diesen Felsen hoch und dann versuche ich darum zu kommen. Es sei denn, jetzt ist der Felsen hier, sind die zu nass zum Klettern? Ja, mit Springen geht's ja. Zack! Wo ist der Wasserfall? Ist aber auch ein Dauerregen. Das ist so das Irland der Zelda-Levels. Wo ist denn der Wasserfall? Laut Karte geht's hier lang, ne? Glaub aber, hier ist nicht richtig. Ich höre ja auch den Wasserfall, der wird immer lauter. Aber das ist ja nicht hier. Kann man da klettern vielleicht? Vielleicht mit einem Ausdauerbuff. Ich versuche das jetzt mal. Fitnessmedizin. Der Fitnesseffekt füllt die Ausdauer, füllt deine Ausdauer auf. Okay, er füllt sie auf. Ja, klar. Ist doch geil. Klar. Und jetzt kletter ich da chillig hoch, oder nicht? Nur die Frage ist, muss ich da überhaupt hin? Und die zweite Frage ist, reicht das überhaupt? Das sieht nicht so aus, als ob das bis da oben reicht, die Ausdauer. Ja, obwohl. Ich glaube, das wird sich, glaube ich, nie ändern, dass ich das nicht einschätzen kann. Oh, das schaffe ich nicht. Nein. Hüpf einmal noch und stirb. What? Hoho! Mega lucky gewesen gerade. Ja, den Rest machen wir übelst chillig. Dann hüpfen wir noch ein bisschen sogar. Whoop, gar kein Problem. Whoop, oh oh. Oh oh. Classic, Donny. Ich drücke jetzt einfach nur noch nach oben. Nimm einen Schluck Cola dabei.
auch mal ein bisschen Quality Time für uns. Wer guckt denn eigentlich noch zu, frage ich mich gerade. Sind überhaupt noch Leute dabei? Ah, das reicht nicht. Verdammt. Ich komme hier nicht hoch. Was mache ich denn jetzt? Vielleicht mit Spurt, Bewegung schneller, klettern. Ah, komm, wir machen jetzt heute den geilen Buff-Check. Aber dann geht die Ausdauer auch schneller runter, ne? Aber schon deutlich schneller, ne? Come on, Link. Zieh jetzt an. Zieh an. Komm schon. Ah, oh, die Stellen, die sind nicht hart. That's what she said. Nein. Ach, ich geb's auf. Ich komm da nicht hoch. That's what he said. Ich komm da nicht hoch. Ich komm echt nicht hoch da. Ich habe natürlich jetzt zwei wichtige Buff-Dinger verbraucht. Deswegen gucke ich mal, wo denn mein letztes Laden war. Ja, ne, ich glaube, es ist einfach klüger, jetzt nochmal zu laden, weil jetzt habe ich auch meine Buffs wieder. Gucken wir mal. Ja, Ausdauer und Geschwindigkeit, ja. Wir haben mal wieder eine gefühlte halbe Stunde Zeit verplempert mit Klettern, was nichts gebracht hat. Wie komme ich denn auf den Berg rauf? Muss ich einfach auf den Berg rauf? Das ist jetzt so die Challenge. Der direkteste Weg auf den Berg scheinen die Wasserfälle östlich des Dorfes zu sein. Wo sind die Wasserfälle? Wie bin ich denn überhaupt hier hingekommen vorhin? Was ist denn, wenn ich da drauf gehe und dann darüber parasegle oder so? Das reicht nicht. Aber das hat mich noch nie abgehalten, davon etwas auszuprobieren. Das ist mir doch scheißegal. Was sind das für Dinger? Hier gibt's doch bestimmt wieder ein Dingskorn. Ha! So, wo muss das hin? Koksamen! Ich bin ein Koksamen. Okay, da haben wir jetzt schon drei. Nice. Wir müssen nur noch zum Kindermörder. Das ist ein bisschen hier wie so die schottischen Highlands hier, so, ne? Wie ging doch mal die Braveheart-Musik? Die hätte ich jetzt gern. Okay, auch wenn hier nicht mal ein Koksamen ist. Ja! Wo sind die Wasserfälle? Da sehe ich doch Wasserfälle. Da sind Wasserfälle, da gehe ich jetzt hin. Nice Stein. Aufsteigen. Ja! Guck mal! Wie ein Fisch! Wie ein geiler kleiner Fisch! Ja, geil, Alter. Ganz kurz mal umsehen hier, was ist denn hier geiles? Hier gibt's wieder einen Hint auf die Story. Die Geschichte des Volkes der Zora, zweiter Zusatz. Oh Gott, ich lese wie ein Vollidiot. Wow, super boring, never gonna do that again. Ciao. Wen interessiert das? Komisch, dass er aber im normalen Wasser nicht so schwimmen kann, so schnell. Aber da geht's auf einmal, ohne dass die Ausdauer wenig abnimmt. Naja, Donny, sei nicht immer so zynisch. Hier ist ein Pfeil. Ein Elektropfeil. Ach, warte mal. Da ist jetzt irgendein Monster, den ich oben besiegen muss, ne? Jetzt habe ich auf jeden Fall schon drei. Nice. Aber hatte ich nicht eh schon welche gekauft? Doch, guck mal, ich habe jetzt schon sechs. Beziehungsweise nicht gekauft, sondern aufgesammelt. Whatever, I'm just talking to myself like a crazy person. In jedem Baum hängt ein Schamamalau-Elektropfeil. Au, den nehme ich jetzt auch mit einfach, ja. Yeah. Mutprobe voraus, aber nicht übertreiben. Du kennst mich dann schlecht. Übertreiben ist mein zweiter Vorname. Oh! Hier passiert was. Oh. So ein Bisonviech oder was? Scheiße, der sieht nicht nett aus. Oh, der sieht gar nicht nett aus. Warum ist der so groß? That's what she said. Okay, wie gehen wir ran? Erst mit einer Bombe? Wird der abgelenkt? Ich glaube, der ist schlau. Wir probieren es erstmal aus. Wir probieren es einfach aus. Erstmal Frontalangriff. Ja, komm her. Bin hier. Hier. Komm her. Ah, da hätte ich ausweichen müssen. Okay, ein Schlag zieht mir halt original 3,5 Herzen ab. Wo ist denn mein geiles Steak? So, essen. Dann raus und sofort eine Rolle machen. Jawohl. So, jetzt versuchen wir mal hier einen Konter. Naja, okay, schwierig. Guck dir mal sein fucking Riesenschwert an. Okay, da gibt's nur eins, Leute. Kapuze auf. Ach, hätte ich den jetzt einfach schlagen können? Das war doch gut. Ach, Mist. Laden.
Ich verschwende jetzt hier meinen Scheiß nicht an dem. Ich habe gerade gesehen, wenn man den einmal mit dem Pfeil abgeschossen hat, dann war der so ein bisschen K.O., ne? Da muss ich auf den zurennen, glaube ich, und versuche den zu wah, 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 zu machen. Okay, noch mehr Kapuze. Noch mehr Kapuze-Modus. Boah, es ist schwierig mit dem fucking Ausweichen. Wieso bist du so wie Dark Souls, du Scheißspiel? Wisst ihr denn nicht, dass kein Mensch Dark Souls mag? Kein normaler Mensch. Herzlich willkommen zurück zu Zelda Breath of the Wild. Mir sind wir selbst und ich habe einen Schuh als Handfuß gedöhnt. Ab wann springt man denn zur Seite? Es klappt nicht. Es klappt nicht. Man kann nicht zur Seite springen weit genug. Oh, wenn dieses Spiel wirklich so ist wie Dark Souls, dann sind wir alle gearscht. Ich kann das nicht so gut. Ah, nein. Ich drücke nur auf Springen, ne? Ich bin anvisiert und drücke auf Springen, aber es klappt nicht. Leute, wir gehen da gemeinsam durch. Es gab auch bei Jedi halt manche Gegner, da hat es ewig gedauert. Boah, der hat ja 2000. Wieso hat denn der 2000, fällt mir gerade alles auf. Hey, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Das schaffe ich ja nie. Naja, wann ist der Zeitpunkt zum Ausweichen? Wann? Ich gebe nicht auf. Komm her. Ein bisschen später noch? Oder ein bisschen früher? Ja, ich weiß nicht, wann man ausweicht. Erneut versuchen. Was soll ich anders machen? Vielleicht darf ich den nicht aufwecken. Und vielleicht soll ich einfach nur die Elektropfeile einsammeln und dann mich hier wieder verpissen. Ist das vielleicht das Ding? Ja, ich glaube, das ist es, Leute. Ich glaube, das ist es. Ich glaube, das ist es. Ich glaube, das ist es. Wir machen den einfach so. Wir hauen ab vor dem, weil der hat eine 2000. Ich glaube, ich kann den nicht. Ich kann den noch nicht fertig machen. Nein, er hat mich schon entdeckt. Egal, okay. Auf den Stein hier rauf. Auf den Stein. Ja, mich kriegst du nicht hier oben. Doch, scheiße. Oh, oh, bin tot. Nein, doch nicht. Ich sehe nichts. Okay, alles klar, noch. Woo! Kapuze weg. Einmal schön weg von dem. Das ist so ein krasser Wächter einfach. 12 Pfeile to go, Leute. Da sind ein paar. 1, 2. So, schnell weg. Und ihr kennt mich. Speichern. Wie viel habe ich? 11. Ich brauche noch 9 Stück. Jetzt die Bäume hier hinten. Okay, hier ist er in der Nähe, ist er in der Nähe, ist er in der Nähe. Da sehe ich doch noch einen. Ja, Mann. Wir ziehen das jetzt durch. Hier oben sind auch welche. Ja, chillig. Mach's gut, du Idiot. Ich speichere mal. Das wird rot. Er hat mich gleich. Er hat mich. Okay, ausweichen einfach. Der kann mich jetzt mal... Oh, der schießt. Scheiße. Oh, damit... Hier, guck mal, da ist eins. Schnell was essen. Und dann abhauen hier. Gib mir schnell ein Steak. Alles klar. Und jetzt ziehe ich schnell die Pfeife. Oh, das war gut, dass ich das Steak gegessen habe. Und jetzt lag mich am Arsch. Ausdauer, bitte auffüllen. Renn. Wir haben's, Leute. Wir haben's. Yes! Ja, Mann! 20 fucking Pfeile. Ab ins Tal. Wo ist mein Kumpel? Da. Ah, Leute, wie geil. Ich muss mal hier Höhenmeter machen, also weiter runter. Das wusste ich nicht, dass man in der Luft... Warte mal. Hä? Okay, das war gerade einfach ein Spielfehler. Soll ich vielleicht einfach einen Köpfer machen? Oh, nice. Bam! Wo müssen wir hin? Wo ist der, unser Kumpel? Da ist er. Okay, Leute. Zora-Tempel! Power Ranger Move! Hast du die Zora-Rüstung und die Elektro-Pfeile? Ja, hab ich! Yes, Leute! Endlich! Nach 15 Stunden oder was auch immer kommen wir in den ersten Dungeon. Was ist mit den Eisböcken? Muss ich die mit dem, warte, mit dem Kryo-Modul irgendwie? Nice! Okay, 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 okay. Ich hab's. Ja! Okay, wo bist du? Ich brauch Essen! Nice, Mann! First try, wir kriegen das hin! Wo bist du jetzt? Kumpel. Kumpel, holst du mich ab? Nicht aufgeben. Okay, hol mich ab. Ja! Okay, hab ich. Okay. Ja, der war sauknapp. Yes! Okay. Und jetzt gib mir einen Pfeil. Oh, das sieht so geil aus. Come on. Der sitzt. Sitzt der nicht? Oh, der saß nicht. Fuck. Ich brauch Essen. Oh, das ist echt krass. Boah, der war knapp. Okay.
Ein Elektropfeil. Und hoch! Wieso habe ich den verschossen? Fuck! Ah, damn it. Okay, bring mich hoch. Das reicht doch. Ja! Come on! Oh, jetzt kommen fiesere Dinger. Oh, oh, ist schwierig. Auf geht's! Ja! Come on! Okay. Hier hin. Das muss reichen. Du bist spitze. Come on! Wo ist er? Ach, mich hat's irgendwie weggefickt. Halt dich gut fest. Okay. Oh, Alter, wirklich? Wow. Yes! Ja! Scheiße! Yes! Scheiße! Ja! Bam! Okay, bring mich hoch! Wo ist der Letzte? Auf mit dir! Come on jetzt! Sehr gut, Link! Ja! Come on! Im ersten Versuch! Oh, ich hab's geschafft, Leute! Ich hab's euch versprochen! Ich hab noch 30 Sekunden und ich hab's gesagt! Ich komm bis zum Ende der Folge an den Eingang des Dungeons und da ist er! Yes! Geiler Typ, ey, wie er mir geholfen hat. Ich wünsche dir viel Glück. So. Wir sehen uns später im Dorf der Soras. Du schaffst das. Komm, Hamiha! Es geht weiter. Wir gehen jetzt in den ersten Dungeon rein. Was ist das? Das ist ein Gegner. Okay, warte mal. War das jetzt nicht gut? Okay, das war jetzt interessant. Warum war das so? Da ist noch ein Gegner hier. Den nehmen wir uns vor. Warum ist das so? Das ist quasi so ein Schutz, oder was? Jupp. Nice. Ein Stein. Unsere allererste Dungeon-Karte, Leute. Ach, geil. Guck mal. Wie sieht das denn aus? Wenn ich jetzt gerade den Chica-Stein so sehe, ganz ehrlich, wäre das nicht eine hammergeile Handyhülle? Um Router zurückzuerobern, musst du alle Kontrollsiegel lösen. Mhm. Also jetzt gucken wir uns mal die Karte an, aber... Okay, Rüssel bewegen. Was? Okay, was? Das ist ja jetzt... Okay, was? Ich mache jetzt mal so und ausführen. Einmal hoch sozusagen. Hat er das jetzt gemacht? Ah ja, guck mal, unten rechts. Aber ich habe halt keine Ahnung, was das bewirkt hat, ne? Was ist das hier? Okay, das ist die Steuerungseinheit. Ich muss irgendwie die Kontrollsiegel hochfahren oder was? Was ist denn hier los? Welches Modul bringt mir da was? Weil ich check erstmal ab, ob überhaupt irgendwas hier zu aktivieren ist mit Magnet. Stasis-Modul vielleicht? Und wir sind ja am Wasser, deswegen muss ich natürlich irgendwie was vereisen. Einfach mal, keine Ahnung warum, aber... Okay, also es ist irgendwie... Ich weiß echt noch gar nicht, was jetzt mit dem Elefantenrüssel anzustellen ist. That's what she said. Was ist denn das hier? Erfassen? Das ist ja geil. Das ist ja der Hammer. Guck mal, ich zieh das so hoch. Okay, cool. Was ist denn das Ding jetzt? Vier Kontrollsiegel musst du noch lösen. Also war das jetzt hier ein Kontrollsiegel? Das sind die Kontrollsiegel. Okay. Was sehe ich denn da? Ich habe hier noch nicht hochgeguckt. Da sind auch so, da ist wieder so Gedöns. Ich gehe jetzt mal mit dem Rüssel hoch einfach nochmal und guck mal, was da passiert. Rüssel bewegen, ausführen. Was passiert denn jetzt hier so? Okay, jetzt check ich es lang. Jetzt passiert da irgendwas. Ah, guck mal, die fallen da runter. Ja, der Rüssel, Leute. Der Rüssel. Okay, da kommt Wasser raus. Okay, warte. Das Wasser treibt diese Turbine da an. Was will ich denn? Ich will in einen anderen Raum kommen, höher kommen. Aber mir ist nicht klar, wie. Ich gehe jetzt mal jede Stufe durch, Leute. Jetzt ist es auf der untersten Stufe. Hat sich jetzt hier irgendwas geändert? Ja. Von außen irgendwas machen? Auch nicht, oder? Ich meine, war ich schon hier? Leute, war ich jetzt echt noch nicht da? Oh. Eieiei, Classic Donnie. Hier geht's natürlich auch lang. Wächterschwert, nice. Wächterschwert, Leute. Da ist eine Kiste. Da ist wieder dieses Gelöt. Hier kann ich bestimmt mit Eis vielleicht gleich dieses Zahnrad zum Halten bringen oder so. Da ist das Ding. Ah, guck mal. Siehst du diesen Stein da, der sich da dreht? Das heißt, ich muss den irgendwie auf der Höhe hinkriegen, dass er stoppt. Ich mache jetzt einmal kurz was, wo ich denke, das macht Sinn. Ha, okay. Das klebt nicht. Kann man hier drauf? Bringt mir das was? Pass auf, ich gehe da hoch, jetzt auf die Ding und dann mache ich den Elefantenarm wieder hoch und dann dreht sich das ja weiter und dann komme ich ja da hoch. Aber ich muss ja trotzdem hier irgendwas auch mal erledigen. Ich hab ein paar Ideen, Leute. Kann ich das Ding jetzt mit Magnetismus vielleicht in das Loch ziehen? Aber der fällt ja da eh immer rein.
Okay, egal. Ich probiere das jetzt erstmal aus mit dem da hochlaufen. Das finde ich irgendwie ganz cool. Vielleicht kann ich auch an die Kiste erstmal. Ah! Ah, das klappt nicht. War ich eigentlich schon hier? Na, guck mal. Ich war hier noch gar nicht. Gucken wir erstmal hier hochgucken. Lass mal das Gelöt entfernen. Was ist das denn für einer? Bisschen wie bei Doom. Diese Dämonenköpfe. Okay, 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 Leute. Okay, okay, okay. Ja, da kommt das Wasser rein. Du bleibst mal schön in Position und du drehst dich weiter. Und dann kann ich das hier doch aktivieren, oder nicht? Hä? Hier. Hä? Wer schüttelt mit dem Kopf in der Regie? Wer schüttelt da mit dem Kopf? Noch 3 Kontrollsiege. Du schaffst das. Okay. Ich weiß, dass du es schaffst. Ich weiß es auch, Baby. Ich will aber diese Kiste noch holen irgendwie. Eigentlich muss das Wasser hier raus. Aber ich kann das Wasser jetzt ja nicht abpumpen. Wir müssen mal das Wasser ausmachen. Okay, wir müssen nochmal den Elefantenrüssel bewegen. That's what she said. Kann man das vereisen vielleicht einfach? Irgendwie so? Okay, das geht. Okay, nice. Komm ich da ran? Ich kann nichts machen. Wo bin ich denn jetzt? Guck mal! Lalalalalala. Jetzt merke ich erst, das Wasser war ja doch, ist ja doch deutlich... Okay, das heißt, wir müssen es einfach weiterschieben. Nice, Mann! Nice Stein! Ich hab's rausgekriegt! Jetzt. Ja, Baby. So sieht's aus, Jay. 2. Kontrollbogen, 3. Kontrollbogen deaktiviert. Oh, guck mal, jetzt sehe ich erst, dass hier meine schönen, sehr weißen irischen Beine. Es sind noch 2 Kontrollsiegel übrig. Nur ein bisschen. Oh, fucking love it, ey. Das ist für mich echt richtiges Zelda. Dieses typische, überall rumlaufen, dann versuchen, kann ich das machen, kann ich das machen und so. Ich bin auch bestimmt langsamer als andere Leute irgendwie, aber ich liebe das so. Ich finde das einfach immer so eine krasse Befriedigung und so ein geiles Glücksgefühl, wenn man dann selber drauf kommt. So, jetzt frage ich mich, ob ich hier nicht noch geilere Sachen machen kann mit diesem, wenn das Ding aktiviert ist. Und zwar halt irgendwie das Einfrieren, während ich da auf dem Ding fahre. Das mache ich jetzt mal. Oh nein, es hat nichts. Doch, hat es gereicht? Ah nee, da komme ich ja nicht. Nee, der hält dann immer so an, dass das zu hoch ist, um da drauf zu kommen. Deswegen muss ich mir erstmal kurz die Mütze abziehen und einfach meinen Kopf zum Nachdenken anregen. Ja, Mann, ich gehe jetzt wieder hoch, guck mal, und bewege das Ding. Und dann kann ich doch mich da hochhieven lassen, wenn es in die Richtung dreht. Und dann so darüber. Ja! Fuck yes! Gehirnleistung activated! Wie kam ich denn da nochmal hoch? Da hoch. War ich da schon mal? Nee, da hoch war ich ja. Da oben war ich ja noch gar nicht. Ich hab's. Ich hab die Lösung. Ich mach das jetzt so, dass es sich in die andere Richtung dreht. Dann hief ich mich erstmal ganz hoch. Dann mache ich es in die andere Richtung. Ha! Und dann kann ich darüber gehen. Nice! Nice! Yes, Mann! Du kannst mir gar nichts. Tschüss! Bitch! Ich hol mir die geilen Schrauben. Ich hol mir die Kiste, weil das habe ich mir vorgenommen. Obwohl, da müsste ich wieder alles hoch und runter. Nee, ich schaue mich erstmal kurz hier oben um. Ich kann ja natürlich jetzt wieder mit dem Elefant das Ding sich in die andere Richtung drehen lassen. Ich habe es unten ja vereist. Oh, das ist nicht mehr vereist. Warum eigentlich? Ich hatte eigentlich auch das Vereisen nicht aufgehoben, Schweine. Was ist das jetzt? Okay, hier kommt wieder was raus jetzt. Wir haben eine neue Wasserzufuhr. Heißt das, irgendwas füllt sich jetzt da unten? Warum kann man hier hoch? Das frage ich mich gerade. Und was war denn hier in der Richtung? Ah, das ist ja hier der Rüssel. Wisst ihr was? Ich speichere mal eben hier. Da ist wieder gelöt. Komm ich da? Ach, da komme ich da jetzt. Da komme ich da hoch, oder nicht? Auch wirklich? Ich komme da jetzt nicht hoch? Ah, doch. Alter. Ich wär jetzt fast umgedreht, ne? Och, eine antike Achse, ja. Nee, das geht nicht. Und wenn ich den Elefantenarm bewege, dann wird er ja nur noch steiler. Ich kann ja jetzt da rein parasegeln, ne? Das ist ja geil, oder? So durch das Wasser? Ja, nochmal rein hier in den Bauch. Yes. Nice. Silberne Rubin. 100 Rubine wert, nice. Okay. Guck jetzt mal, wo das Wasser hinfließt, da diese neue Wasserquelle, was die macht. Ah, aufsteigen, guck mal. Zacki, zacki, zacki. Knacki, knacki, knacki. Und zack, eine neue Kiste. Habe ich gerade echt gesagt, zacki, zacki, zacki. Knacki, knacki, knacki. Bin ich jetzt auf der höchsten Stufe innen drin? Nee, ich muss noch da hoch. Aber wie komme ich da hin?
Warum sieht meine Haut eigentlich sich so krank aus heute? Oder ist das einfach nur der Monitor? Ist irgendwie sehr... ein bisschen... Jetzt hätte ich so eine Skibrille aufgehabt. Okay, okay, okay. Wie kommen wir denn hier hoch, Leute? Dieses Feuer macht mich so stutzig. Dieses Feuer der Leidenschaft. Es ist das Feuer der Leidenschaft. Es ist der Zora-Tempel und mein Feuer brennt für dich. Mein Feuer brennt für Zoras. Die Zoras sind so geil. Wenn die Zoras in das Wasser springen, dann werd ich richtig geil. Zora, Zora, Paraseke ist aktiviert, Zora. Demnächst auf Malle, der Zora-Song von Donny O'Sullivan, dem neuen Star am Schlagerhimmel. Zora-Song, jetzt im Handel. Weitere Hits enthalten die Mifa, ich hab sie geliebt, ich hab sie geliebt. Die Mifa. Ja, sorry. Ja, ein bisschen Spacken muss auch sein, Leute. So, ich mach mal nochmal den Rüssel auf. That's what she said. Was bringt das, wenn er quasi nur so nach oben spritzt? That's what she said. Can't. It's not possible, diese Folge. Jetzt wäre so ein Aha-Moment ganz geil, Leute. Cheers, Tim. Cheers. Cheers, mate. Jetzt mal Hallo sagen, Tim. Hallo! So voll laut, du Arsch. Jetzt habe ich aber ein kleines Problem hier. Leute, ja, kleine Sache, Donny, du weißt doch Donny, oder? Du hast einen Fehler gemacht, du bist hier runtergesprungen, wo du nicht hättest... Ah, kann ich da klettern? Ja, Baby. Just open your fucking eyes and be a Donny. Be a Donny. Be a Donny. Was ist denn eigentlich das Ding da? Was ist denn mit dieser Kiste hier? Das Ding muss sich drehen. Ich muss dann hier das obere quasi einfrieren und dann komme ich da an die Kiste ran. Versuch mal so weit wie möglich das zu herauszuzögern, das schießt. Ah, Mist. Schnell. Oh, das fällt mir gleich auf den Kopf. Antiker Reaktorkern. Alter, geil. Ha, war doch nicht schlecht, oder? Kiste geholt. Bam. Also meine Intuition sagt mir, hier geht's weiter halt, ne? Vielleicht hier mit dem Rüsselgedöns noch mal gucken, was ich hier machen kann. Okay, in der Position hatte ich schon mal. Das verstehst du halt. Vielleicht kann ich ja Parasegel ist. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, let's pray. Let's pray! Ah, damit, ich war zu spät. Da komme ich nie hin. Ich will es aber noch mal probieren. Mach noch mal den Rüssel runter jetzt hier. That's what she said. Das reicht nicht, nie im Leben. Okay, ich leg mich fest, ich mache hier was Falsches. Das geht nicht. Mann, ich will irgendwie da hoch. Kann ich nicht darauf klettern? Da ist wieder so gelöt da oben. Hier muss ich doch irgendwie sein. Das ist doch, hier geht's doch weiter, Mann. Come on. Was ist denn mit dem Ding da oben? Dieses Gelötkolben da. So nenne ich die Dinger. Gelötkolben. Ja, aber das funktioniert auch nicht. I don't know. Aber ich habe einen Tipp bekommen und sofort. Mein Gehirn gesagt, nein, stopp, ich will nicht mehr wissen. Ich glaube, das könnte mich weiterbringen. Und zwar, ich habe eigentlich schon den richtigen Gedankengang gehabt mit Rüssel und Parasegel. Ich habe nur die falsche Richtung gemacht. Ich kann ja jetzt sozusagen dahin parasegeln und dann bin ich ja da oben quasi, wo ich vorher nicht hingekommen bin. Und das bringt uns jetzt hoffentlich weiter. Das ist schon mal geil, hier war ich noch nicht. Nice! Und das reicht doch jetzt zum Rüberparasegeln. Nice, Leute! Ah! Jetzt kann ich natürlich noch eine Stufe höher gehen. Und während sich das dreht, gehe ich hier so rauf. Nice, ein Stein. Ein Kontrollsiegel. Dann hast du es geschafft. Okay, nice. Und jetzt kann ich ja da locker dahin parasegeln. Bitches, null Problemo mit dem Parasegel. Ich bin der Parasegel-Link, Parasegel-Link. Ich bin der Parasegel-Link. Ich schwebe runter und zerficke die Bitches. Mein Name ist Link, ich bin so Riches. Hahaha, das war die Mehrzahl. Halt einmal, du Spaß, du bist einfach ein... Ich kann nicht rappen. Wie kriegen wir das Gelöt kaputt? Wo ist denn der Gelötkolben? Da drüben. Wow! Wie nice war der denn bitte? Eispfeil. Ja, okay, gut. Dann haben wir jetzt halt Eispfeile. Da wollte ich ja eh hin. Komme ich da jetzt einfach, da kann ich jetzt einfach rein parasegeln, ne? Ist doch ganz chillig.
Okay, da ist wieder ein Dings zum Drehen. Hier ist ein Gelötkolben. Der Bogen ist jetzt kaputt. Egal, bam. Ja, wahrscheinlich dreht man einfach das Gas ab hier, ne? Da oben. Ach, Leute, das macht so Bock. Wie weit muss ich das denn noch drehen? Boah, ich kann das nicht mehr drehen. Was bewirkt das hier? Ach, guck mal, ich habe das Ding aufgemacht. Ha! Okay. Augen auf im Straßenverkehr, Dani. Du hast mit diesem Ding, machst du die oben auf. Habe ich überhaupt nicht drauf geachtet. Jetzt habe ich es gesehen. Ah, jetzt lasse ich da Wasser reinfließen. Dann geht das Feuer aus. LOL! Yes, Mann! Ich liebe es, wenn mein Gehirn mir Sachen sagt. Gehst du bitte aus, das Feuer? Schau mal, Malau, ja! Ich will jetzt hören. Ja! Ja! Ja, wer ist dumm? Der große leuchtende Punkt auf deiner Karte. Da musst du hin. Ja, ganz unten, weiß ich doch. Wo ist denn das jetzt? Ganz unten, ne? Im Arsch des Elefanten. Guck mal, da ist der Punkt. Aha, okay. Das ist auch auf jeden Fall ein Bossraum, Leute. Let's do this. It's gonna be a boss. Eieieiei. Eieieiei. Ich weiß, du wirst siegen. Oh, ich weiß nicht. Okay, der hat überall gedönst. Damit hat er eine hohe Reichweite. Okay, danke dafür. Ja, ich bin schon tot. Achte auf seine Lanze, damit hat er eine hohe Reichweite. Tot. Achte auf seine Lanze. Okay, warte. Jetzt hat er. Okay, ich bin schon. Was geht? Okay, wow. Schon tot. Das ist natürlich echt jetzt frustrierend, ne? Also, da habe ich jetzt original. Ich bin in den Raum gekommen und bin tot. Ich hau es gleich ab hier einfach. Achte auf seine Lanze. Hohe Reichweite. Das, ah, ich muss an die Wand. Okay, ja, es ist halt echt bitter, ne? Nee, okay. Tja, Leute, muss ich mir das vielleicht anschauen, wie man diesen Boss killt? Oder probiere ich jetzt einfach noch 10-mal? Damit hat er eine hohe Reichweite. Ah, okay. Aber da kann man tatsächlich ausweichen, merke ich gerade. Wir versuchen jetzt auszuweichen, was wir nie geschaffen sonst. Damit hat er eine hohe Reichweite. Ah! Eine hohe Reichweite. Ich muss auch sagen, dass ich gerade eventuell auch den falschen Knopf gedrückt habe vor lauter Panik. Das muss ich auch ganz klar mal ansprechen. Muss ich euch das, da mache ich keinen Hehl raus. Ich bin ja hier, ich komme aus Dortmund. Es ist ja klar. Es ist doch gar nicht. Anvisieren und springen. Ciao, Bitch. Achte auf seine Lanze. Damit hat er eine hohe Reichweite. Oh, jetzt. Und ja, was mache ich jetzt? Yes! Okay, und jetzt ich muss irgendwas anderes. Scheiße, ich schleich schon wieder. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Verdammte Scheiße. Fuck. Da gehe ich gerade dann immer in Panik und dann drücke ich drauf schleichen. Jetzt mache ich mal eine Runde ohne Module und so, sondern einfach nur mit Schwert und Schild. Bringt eh gegen den nix, denke ich mal. Und jetzt tryen wir einfach. Wir tryen den Shit. Achte auf seine Lanze. Damit hat er eine hohe Reichweite. Ja, Angriff. Angriff, mach doch. Ich hab falsch gedrückt. Scheiße. Das war toll, Link. Ja, komm jetzt. Fick ihn. Fick ihn. Fick ihn jetzt. Fick ihn mehr. Oh, was ist jetzt? Nicht schleichen. Mann, hör auf zu schleichen, verdammt. Was mache ich denn dann? Ja, diesmal war es kein Dings. Was mache ich denn jetzt dann? Ich muss es, glaube ich, hinkriegen, dass es so ein Konter wird. Ja. Fick dich einfach, Mann. Fuck you! Ah, dieses Blocken ist so schwierig zu timen, ey. Ich nehme lieber das Wächterschwert, auch wenn es ein bisschen weniger hat. Okay, also nochmal rein hier. Ich darf deine Lanze. Damit er eine hohe Reichweite. Was willst du mir damit sagen, Bitch? Okay, ich bin weggeschlichen gerade. Ich bin zur Seite geschlichen. Jetzt versuch's mal. Also, zur Seite. Ich hab's rausgefunden. Ich muss zur Seite hüpfen. Gib ihm. Gib ihm dreckig. Ich gebe ihm nochmal. Okay, ich hau ab. Wo bist du? Yes. Ich hab gedrückt. Ich hab's gedrückt, Leute. Komm, mach nochmal. Mann. Nicht schleichen, du Mongo. Ich drück doch da drauf. Ich drück da drauf. Ohne Ende, Mann. Wo ist mein Ah, weil ich kein Schwert in der Hand habe, ich Depp. Jetzt, ich drück! Come on, Bitch!
Okay, jetzt passiert irgendwas. Jetzt muss ich irgendwas mit Modulen machen, ich wette es. Jetzt wird's nervig. Damit. Nein, nein, falsche Straße. Ich hab falsche Modul. Okay, ich bin wieder geschlichen. Das nervt so mit dem Schleichen, Leute. Das nervt mich so hart. Der bringt da gar nichts. Macht er das jetzt die ganze Zeit oder was? Verstehe ich nicht. Was soll ich machen? Bin ich jetzt nah genug dran? Komm, schieß mich ab. Ich versteh's nicht. Was soll ich denn machen? Ich probier mal jetzt mit dem feinen Bogen noch. Und irgendeinen geilen Pfeil. Ich brauch so einen fetten Pfeil hier, einen Elektrikpfeil. Scheiß drauf. Ja, mach doch mal. Ich hab's gedrückt, Mann. Das gibt's doch nicht. Du Arsch. Von einem Eisblock. Ah, oh, wir müssen Schluss machen. Wir müssen den nächstes Mal platt machen. Damn it, ich hätte den gerne jetzt gemacht. Soll ich den noch einmal versuchen? Nee, dürfen wir nicht. Oh Gott, das darfst du keinem zeigen, wie ich mich da gerade aufgeregt habe, ey Leute, sorry, ey, aber es, oh, ich komme ständig auf Schleichen, ey, ich hasse diesen Controller dafür. Ich drücke halt einfach stark drauf, wenn ich aufgeregt bin. Da kommt man immer auf Schleichen. Naja, okay, nächste Folge geht's weiter und dann schlage ich den Boss, versprochen. Also, wir sehen uns, vielen Dank fürs Zusehen, ich bin voller Adrenalin noch. Ich gehe jetzt einmal um den Block und dann nächste Folge schlage ich den Arsch. Also, schaltet wieder ein, wenn es wieder heißt. Kanal durchgenommen, Zelda, Breath of the Wild, bei mir, Dennis Servant, auf RBTV. Haut rein, ciao und macht's gut.